Guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind auf dem Sprung. Jen, wo fahren wir hin, Lia? Wo fahren wir hin? Fahren erstmal zu Flo Kids. Das ist so ein Hallenflohmarkt. Und da kann man sich so Stände mieten und dann eben seine eigenen Sachen verkaufen. Aber die werden für dich verkauft sozusagen. Also du bist nicht die ganze Zeit da, sondern du mietest da. Genau, du mietest da eine Laufzeit, eine Woche, zwei oder vier Wochen. Und in der Zeit steht dein Stand da, du kannst jederzeit auffüllen. Ja, siehst online immer, wenn irgendwas verkauft ist. Und genau, ich zeige euch das gleich mal. Ist schwer zu erklären irgendwie. Genau, wir haben nämlich da schon letzte Woche unseren Stand gefüllt. Und der ist jetzt schon fast leer, also Hälfte ist weg. Und deswegen haben wir jetzt einen neuen Schwung da und hier so alles und auch unten ist noch ein bisschen und im Auto ist auch schon was. Und das werde ich jetzt mit euch nachher da einmal einrichten, damit ihr immer wisst, wie das so funktioniert. Meine Schwester macht auch einen Stand auf dort und deswegen sieht es hier auch so katastrophal aus überall. Und überall steht Post, weil ich gerade noch Post gepackt habe, die gleich abgeholt wird von der Post. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon voller unter Strom. Wir sind jetzt seit einer Stunde wach. Sind schon ein bisschen nicht mehr im Zeitplan, aber ja, 13 Minuten zu spät sind wir. Nun gut, wir fahren jetzt los. Ich habe alles gepackt. Kinder sind angezogen. Lia braucht nur noch Schuhe und dann los geht's. Hier seht ihr das Chaos. Also der Heizstrahler kommt noch mit, die Waage, dieser ganze Beutel hier, die Tupperdose gehört noch meiner Schwester. Genau, Wickelrucksack, Kiddies. Und hier hat Lia gerade die Osterkörbe von den beiden Mädels auseinandergeräumt. Und genau, deswegen stehen die hier auch noch rum. Kann ich euch mal verlinken. Richtig süß hier mit so kleinen Anhängern und die Körbe. Und hier, was ich richtig süß finde, schaut mal hier diese kleinen Ostereier. Ist das nicht süß? Oh mein Gott. Genau, verlinke ich euch mal in der Infobox, wo ich das her habe. Ja, Wickeltasche ist auch vollgepackt. Hat sie deine Flasche geklaut? Genau, Wickeltasche ist auch gepackt. Beziehungsweise Wickelrucksack. Leute, nie wieder eine Wickeltasche mit zwei Kindern. Wickelrucksack ist so praktisch. Setz dich einfach hin. Ja, setz dich mal hin, ne? Juna ist schon so stark. Setz dich einfach immer aufrecht hinter in der Schale. Du leider du. Du leider du. Du leider du. Da steht auch schon die erste Post. Und hier steht jetzt der nächste Berg. Hier stehen noch meine ganzen Hühlersachen von der Vorführung gestern. Vorgestern. Genau. Du hast die Nase geklaut. Ja. Boah. So, wir sind da. Muss ich gerade einmal Hunde wickeln und umziehen. Jetzt habe ich sie in der Trage und hier steht schon alles parat. Meine Schwester ist jetzt schon einmal drin und bringt schon eine Fuhre rein. Und dann kommt sie gleich wieder und dann bringen wir den Rest rein. Shit. Und dann wird aufgebaut. Es ist echt mega viel geworden. Ich hoffe, das passt da überhaupt alles rein. Lia hat ja auch noch so ein Fahrzeug, das sie gerade die ganze Zeit fährt. Und jetzt warten wir. Hier vorne ist es. Hier in die Ecke kommt. Ah, da kommt schon meine Schwester. Mal winken. Mit ihrem kleinen Mio. Genau. Hast du alles geklappt? Ja. Hast du Stand bekommen? Sind erstmal in die zweite Reihe. Und dann noch da hinten. Nach hinten, ja, okay. Die sollen da erstmal alles fertig machen. Ja. Und dann, wenn die Bügel fertig sind, immer einzeln zum Stand bringen. Ja. So, unser Stand ist fertig aufgefüllt. Schaut mal. Voller als voll geht nicht. Auch Marlies ist fertig. Ist du auch fertig, Marlies? Ja. Deinem Stand. Schauen wir mal hier. Hier ist Marlies ihr Stand. Sagt ihr? Na, hier lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Schaut mal. Richtig viele Stände mit richtig schönen Kindersachen. Boah, Leute, das ist so schönes Wetter. Und was da? Ja, meine Mama muss einmal hier einpacken, was hier da ist. Nicht hier nass. Lea, ist schönes Wetter heute? Ja. Schönes Wetter, ne? So.
Das wäre deine Frage. Hast du noch irgendwas für deine Fleischtiere? Und die Kaffeemaschine ist bei dir auch drin. Wo ist das Stapeln? Ach, reingefallen. Ja, das hast du auch hier reingetan, weil du gesagt hast, hier ist bei dir ist kein Platz. Ja, aber das ist rausgefallen. Hm? Na, wir sind jetzt bei meiner großen Schwester angekommen. Hier verbringen wir jetzt den Nachmittag. War richtig schön bei Flo Kids. Also unsere Sachen wieder aufgefüllt und selber was geshoppt. Viel geshoppt hier. Viele. Genau, Lia hat einen Marshall. Zeig mal Marshall, Lia. Ein Marshall hat Lia sich ausgesucht, ne? So. Wassermarsch, genau. So. Ich hab die Jacke nachher noch offen. Wir können nochmal zum Auto gehen. So, Wickelsachen genau. Jetzt noch nicht, ne? Wickelsachen braucht man doch, oder? Ja. Guten Morgen, meine Liebe. Es ist der nächste Tag. Und ich wollte jetzt euch noch die Ausbeute zeigen von gestern. Alles, was wir noch mitgenommen haben. Wir waren noch Eis essen und wir waren noch bei C&A. Und genau, die Sachen wollte ich euch jetzt kurz zeigen. Juni liegt gerade da. Und ich wollte euch hier einmal die Ausbeute von C&A zeigen. Einmal habe ich für Juni hier so ein Set aus dem Sale mitgenommen. Das war von 23 auf 17 runtergesetzt. Und ich fand es so schön. Einmal so ein Strickpullover hier, Strumpfhose und dann dazu noch hier so eine Shorts. Ich fand das einfach so unglaublich hübsch. Und ich weiß ganz genau, das wird ihr, ich bin 8 Monate Outfit. Ist zwar schon 74, fällt aber unglaublich klein aus. Also sie könnte es jetzt schon anziehen, denke ich. Bibi, was machst du? Du machst schon wieder Liegestütz hier. Nicht mehr sicher hier. So, dann habe ich einmal diesen Kurzarmbody mitgenommen. Ihr wisst ja, ich liebe so florale Muster. Und genau, die kosten ja bei C&A 4 Euro, diese Body. Den habe ich auch schon in 80 mitgenommen, weil der einfach so unglaublich klein aussieht. Und mit Stoffwindeln und sowas habe ich dann lieber hier ein bisschen mehr Platz. Genau, fand ich auch richtig schön. Ja, komm her, Schatz. Komm, komm zu Mama. Und dann hier auch florale Muster, wie ihr seht. Einmal so ein Set, eine Strickjacke und einmal so eine Hose dabei. Die Hose finde ich jetzt nicht so schön, aber ich denke, im Set sieht es bestimmt nachher richtig süß aus. Ich hätte das gerne noch eine Nummer größer, gab es nämlich auch 74. Aber das hatten sie nicht mehr da, das war das letzte hier. Und hat 16 Euro gekostet. Und ja, ich denke, das passt aber jetzt genau jetzt noch, würde ich sagen. Ja. Das ist so unglaublich schön. Genau, das habe ich von C&A mitgenommen. So, einmal die Sachen für die Juni-Maus. Einmal so eine Bluse hier, so einen leichten Kordstoff, die ist von H&M. Und in 74, 3,50. Dann hier von Zara so ein richtig schönes Shirt. Da steht 92 drin, aber es ist niemals. Hier seht ihr den Vergleich. Zara fällt halt immer kleiner aus. Das kann sie bestimmt jetzt auch schon anziehen. Da steht jetzt kein Preis mehr bei, aber das hat, glaube ich, 2,50 gekostet. Dann habe ich hier ihr Ostergeschenk und zwar bekommt sie hier so ein Stehauf-Lämmchen. Ja, Lämmchen, stimmt. Das ist halt, wenn man das so anschubst, halt so wackelt. Und ich fand das total süß, auch wenn das so rasselt und Schäfchen, ihr wisst ja, ist ja ihr Symbol. Und da fand ich das total passend für 4,50. Dann einmal so eine Hose hier, schon in 86, aber ich fand die so schön. Und für 2,50 kann man auch nichts sagen. Habe ich die auch noch mitgenommen. Und dann habe ich hier noch so ein Shirt mitgenommen. Das fand ich auch richtig schön. Ich liebe so RIP. Und jetzt hier mit diesem kleinen Mond. Das ist einfach genau mein Ding. Für 3,50. Das kommt auch von Zara und ist angeblich auch eine 86. Aber wenn ihr hier wieder mit der H&M 74 vergleicht, das wird allerhöchstens eine 80 sein. Eher eine 74. So, und das sind Lia-Sachen. Einmal so eine kleine Shorts. Ein Oberteil und eine Strumpfhose. Beim Oberteil bin ich mir nicht sicher, ob das passt. Das ist nämlich 98. Ich weiß nicht, ob das gepasst. Und die Hose, glaube ich, ist obenrum ein bisschen zu weit, aber probieren wir aus. Genau, das sind Lias Sachen. Genau, Lia hat noch, ich schaue gerade übrigens Fernsehen, die hat noch ein Sky Paw Patrol Auto bekommen und einen großen Marshall, so ein Kuscheltier. Das hier ist nämlich die Haarmaske von Pomelo und Co. Das ist die neue. Mango und Shea Butter gegen trockene Haar und Spliss. Genau. Die war jetzt im Kühlschrank. Ist richtig hart. Oh Gott, ist die hart. Da habe ich sie. Genau, die ist
schön hart und sobald ihr sie in die Hand nimmt, wird die richtig schön weich und so flüssig. So. Seht ihr das? Oh, die riecht so gut nach Mango. Richtig, richtig angenehm. Die mache ich immer hier so, ich nehme mein Ohr immer so als Kennzeichnung. Massiere die immer schön ein. Komplett so hier in die Spitze. Oh, riecht das gut. Boah, mega. Ich liebe das. Genau, und ihr braucht also für meine Haarlänge brauche ich immer zweimal solche Streben hier, sag ich jetzt mal. So eine Haselnuss. Haselnussgröße. Genau, einmal schön verreiben. Dann sieht es so aus. Und dann ab in die Haare. Hinten auch noch was rein. Und dann einfach einwirken lassen, so eine halbe Stunde ungefähr. Kannst du mal duschen gehen oder Haare waschen. Fertig. Mega. Ich zeige euch das Endergebnis nachher. Ich lasse die in Luft trocknen, solange wir einkaufen sind. Und dann, genau so, das hat mich immer noch so Haarausfall. So. Seht ihr das? Jetzt werde ich mir einen Zopf machen. Einwirken lassen. Und dann gleich auswaschen gehen. Ich sehe gerade, ich muss unbedingt meine Pflanze abstauben. Schaut euch das mal an. So, meine Lieben, ich wollte mich ja noch einmal beim Endergebnis melden bei euch. Und zwar hier seht ihr einmal meine Haare. Ich habe übrigens auch noch einen Code für Pomelo für euch. Ich schreibe euch da alles in die Infobox, was ihr wissen müsst. Schaut einfach mal vorbei. Und dann würde ich auch schon den Vlog hier beenden. Ich danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!